Ich habe euch wieder ein paar Outfits aufgenommen, Secondhand, nachhaltige Outfits. Und welche Outfits das sind, das zeige ich euch nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich möchte mit diesem Format ja ein bisschen dir zeigen, es gibt so viel Kleidung auf dem Markt. Man muss nicht immer neu kaufen. Ich für meine Entscheidung habe mich einfach entschlossen, das meiste Secondhand zu kaufen. Was ich nicht Secondhand kaufen kann, das kaufe ich nachhaltig. Und wenn man Secondhand einkauft, spart man eh schon Geld. Also ist dieser nachhaltige Einkauf eigentlich im Endeffekt kein Problem mehr. Man muss sich da schon so ein bisschen erziehen, bin ich ganz ehrlich. Aber auch ich habe natürlich immer wieder Situationen, wo es halt dann gar nicht geht. Ich habe jetzt meine Hausschuhe, sind nicht nachhaltig und ich brauchte aber Hausschuhe, weil meine halt einfach kaputt gegangen sind. Alles, was ich im nachhaltigen Bereich gesehen habe, hat mir nicht gefallen, bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich halt mir normale geholt. Manchmal geht es halt nicht anders. Ausnahmen bestimmen immer die Regel, finde ich. Und man sollte nie zu streng zu sich sein. Ich möchte euch einfach in diesem Format zeigen, dass es anders geht. Und wir fangen mit Outfit Nummer 1 an. Ich habe wieder mein schlaues Blöcklein hier, wo ich aufgeschrieben habe, was ich alles anhatte. Und wir fangen mit Outfit Nummer 1 an. Da habe ich einen blauen Pulli von Zara gekauft. Das ist jetzt nicht mein Lieblingspulli, finde ich. Also, er ist relativ dünn und der hat einen ganz komischen Schnitt irgendwie. Also bei manchen Sachen merkt man immer auch schon, warum die Person den Pulli loswerden wollte. Dazu trage ich meine Lieblingshose, 1 Euro Fremantle Porter Jeans, die ich mal auf dem Flohmarkt gekauft habe. Die Geschichte war halt einfach, ich habe die Hose gesehen, ich habe gleich gemerkt, so, die könnte mir passen. Die Frau hat dann einfach gemeint, ich will die loshaben, nehmen Sie sie mit, 1 Euro. Da machen Sie nicht viel kaputt. Und im wahrsten Sinne des Wortes hat sie da eben auch recht gehabt. Und die passt und ich trage sie echt gerne. Ich habe sie kurze gemacht. I like. Dazu trage ich meinen grünen Mantel, den ich eben auch bei Jubab gekauft habe. Bis ich den gefunden hatte, hatte ich zig Jacken, die mir nicht gepasst haben. Ich habe einen kurzen Oberkörper und eben eine größere Oberweite. Und da passt dir nichts. Da passt dir gefühlt gar nichts. Und zu der ganzen Geschichte trage ich meine Pumas, die auch Secondhand gekauft sind. Bei Lederschuhen ist es bei mir so, dass ich sage, wenn ich Lederschuhe kaufe, dann Secondhand. Und dann natürlich auch mit dem Hintergedanke, die Schuhe so lang zu tragen, bis sie auseinanderfallen. Ne? Outfit Nummer 2 besteht aus meinem Cocay-Oberteil. Das ist jetzt nicht hundertprozentig ideal, aber ich hätte mir, glaube ich, nie neu was von Cocay gekauft. Nie. Es gibt eh so ein paar Teile in meinem Kleiderschrank inzwischen. Es wären so Marken, da wäre ich auch ein bisschen zu arrogant gewesen, die zu kaufen. Ganz ehrlich, so, die sind zu altbacken. Und jetzt habe ich sie mir halt doch geholt, weil wie gesagt, mir geht es ja jetzt nicht um die Marke an sich, sondern mir geht es ums Kleidungsstück. Und Cocay wäre mir, glaube ich, damals tatsächlich zu teuer gewesen. Und das ist vorne so Hemdstoff, hinten Pulli. Ist auch so ein Teil, was nicht hundertprozentig ideal ist, was ist zum einen nicht ideal sitzt, zum anderen nicht warm und nicht zu kalt ist. Also man muss immer so ein bisschen den Zeitraum abfangen, wo man dieses Kleidungsstück anziehen kann. Meine Fremantle Porter Jeans ist da schon mal, ist da wieder mit drin. Die liebe ich. Die hat eine tolle Waschung, die liebe ich. Ich glaube, die werde ich relativ schnell kaputt tragen. Und auch hier trage ich meine Pumas. Im Outfit Nummer 3 habe ich noch ein Kleidungsstück drin, das ich über herkömmlichen Weg gekauft habe. Und zwar ein Gina Tricot Pulli, der über die Schulter fällt. Den mag ich echt wahnsinnig gerne. Wenn ich mal sowas finde im gebrauchten oder im nachhaltigen Spektrum, werde ich es mir definitiv holen. Weil den Pulli, den liebe ich halt einfach. Der ist mega bequem und fällt halt über die Schulter. Ich mag das halt. Dazu trage ich wieder meine Fremantle Porter Jeans, die halt einfach eine einzigartige Waschung hat. My love. Und mein erstes richtiges Paar vegane, nachhaltige Schuhe sind die Athletic-Schuhe. Die habe ich ja jetzt schon eine ganze Weile.
mit meinen Sandalen zusammen hätte ich zwei Paar exakt vegane Schuhe. Und ja, die Athletics liebe ich. Die sind auch schon wieder ziemlich abgelaufen. Das darf ich gar nicht so laut sagen. Aber die habe ich schon jetzt, glaube ich, 2 Jahre oder so und trage sie halt auch richtig gern. Kommen wir zu Outfit Nummer 5 und, nee, Nummer 4, Entschuldigung. Outfit Nummer 4 besteht aus einer Punktebluse. Die ist von Zara. Die ist allerdings auch schon leicht ramponiert, weil ich die halt echt viel getragen habe. Bei mir ist es immer so bei so dünneren, weiteren Kleidungsstücken, die über den Gürtel und über den Bauch gehen, da sind immer Löcher drin. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Bleibe ich im Gürtel hängen oder so? Keine Ahnung, aber die haben grundsätzlich immer Löcher. Dann eine Mavi-Jeans trage ich in dem Outfit. Die sitzt nicht ideal. Durch das, dass ich halt wirklich so proportionstechnisch etwas kleiner bin, ein bisschen mehr Bauch habe und so, sind mir oft die Hosen, die über den Bauch gehen, zu lang nach oben hin, dass sie mich voll stören. Oder die bauchfreien, ja, trag halt oft bauchfreie Hosen, weil das halt einfach ein bisschen besser passt, ein bisschen mehr harmoniert. Du willst natürlich nicht deinen Bauch rausgucken und musst dann eben so weitere Kleidungsstücke drüber tragen, wie jetzt die Bluse. Aber gut, also die richtige Jeans zu finden, wisst ihr ja selber. Ist so ein bisschen schwierig. Und auch zu dem Outfit trage ich meine Athletic-Schuhe, was dann einfach gut zu der Bluse passt. Dieses Schwarz-Weiß findet sich eben dann wieder im Oberteil und das passt dann einfach gut. Kommen wir zu Outfit Nummer 5 und dem tatsächlichen Outfit Nummer 5. Und da trage ich meinen weiß-schwarz gestreiften Pulli. Den habe ich bei uns aus dem Kleiderladen für wenig Geld geholt. Den mag ich echt gerne. Ist jetzt keine Marke mehr drin, das ist einfach rausgeschnitten worden, da kann ich also keine Informationen mehr dazu geben. Dazu trage ich eine Jeans, die ich im Caritasladen bei uns geholt habe. Also es gibt etliche Anlaufstellen, wo ihr hingehen könnt, wo ihr dann gleichzeitig auch noch Gutes tut mit dem, dass ihr da einkauft. Gerade in so Kleiderläden fürs Rote Kreuz ist es halt einfach so, dass dieses Geld eben wieder ins Rote Kreuz reinfließt oder bei der Caritas eben genau das Gleiche. Und deswegen gucke ich da immer so ein bisschen. Und die blaue Jeans ist von der Marke, ich glaube Cecil oder so. Ich hätte die nie mit dem Arsch angeguckt, ohne Witz. Also da würde ich heute noch nicht in so einen Laden reingehen, bin ich ganz ehrlich. Aber durch das, dass ich die Hose angezogen habe, probiert habe im Caritasladen und die von der Länge her auch gepasst hat, habe ich mir halt einfach gedacht, hey, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Also mitgenommen und ja, auch hier trage ich meine Athletics-Schuhe dazu. Und da jetzt so ein bisschen kälter wurde, jetzt haben wir gerade eine Zeit, wo du entweder eine dünne oder eine dicke Jacke brauchst, kann ich gerade nie genau sagen, habe ich da eben die Bomberjacke an, die ein bisschen dicker ist als der grüne Mantel, weil der ist halt jetzt schlicht und ergreifend einfach zu kalt. Kommen wir zu Outfit Nummer 6 und da trage ich jetzt wieder ein Gina-Tricot-Oberteil. Da merkt man schon an den Sachen, die haben Qualität. Ich habe eins schon komplett kaputt getragen. Es war so, habt ihr früher immer an mir gesehen, so ein pink-schwarz gestreiftes. Das mochte ich auch echt gerne. Und das ist aber das Einzige, was kaputt gegangen ist. Das ist jetzt das schwarze Glitzeroberteil, was ich echt auch schon ewig habe. Das ist durchsichtig, langärmlich aber. Und da musst du ein Trägeroberteil drunter anziehen. Das geht halt einfach nicht anders. Zu der ganzen Sache trage ich meine Mavi-Jeans wieder, weil das halt einfach passt und das Oberteil halt eben locker am Bauch runterfällt. Ist halt nicht zu eng. Und zu diesem Outfit trage ich meine braunen Chelsea-Boots und zwar die von H&M, auch Gebrauch gekauft. Diese mit der dicken Sohle, die sind ein bisschen ungeschickt zum Autofahren. Aber ansonsten passen sie ganz gut. Sie sind nur leider schon ein bisschen ramponiert. Aber so ist es halt, wenn man weniger Kleidungsstücke hat und die Kleidungsstücke, die man hat, eben häufiger trägt, gehen die halt auch schneller kaputt. Ist ja auch in Ordnung. Outfit Nummer 7 trage ich mein goldbraunes Oberteil von Street One. Das ist eben auch so eine Marke. Also bestellt oder eingekauft hätte ich mir von der Marke, glaube ich, echt nie irgendwas. Da fand ich halt den Reißverschluss am Rücken ganz nett und es ist so ein bisschen bequemer, fällt so ein bisschen weiter, ist aber leider auch schon so ein bisschen ramponiert, weil ich es halt eben auch unwahrscheinlich viel trage.
Und zu der ganzen Sache trage ich auch wieder meine Mami-Jeans. Ihr merkt schon an diesen Oberteilen, die so ein bisschen weiterfallen. Da kann man halt eben die Mavi-Jeans ganz gut dazu tragen. Und hier trage ich meine braunen, hellen Chelsea-Boots, also die Spitzen. Die mag ich auch echt gern. Das war ein absoluter Schnapper. Die haben, glaube ich, so 8 € gekostet oder so. Die wollte keiner haben bei YouBab. Ich gebe mir ja immer ganz viele Sachen in meine Wishlist und beobachte viele Dinge. Und es kommt ganz oft vor, dass wenn Produkte einfach unten durchfallen, dass die im Preis immer niedriger werden und die haben halt nur 8 € gekostet oder so. Ich liebe die Schuhe, sie sind allerdings nicht warm und gegen Nässe bist du da auch absolut nicht geschützt. Aber sie sind super, kann man an der Stelle schon sagen. Also schön. Outfit Nummer 8. Und wir sind heute angekommen. Wir sind beim Fliederpulli. Und das ist ein Michael Michalski-Pulli für Thibaut. Habe ich aber auf dem Flohmarkt gekauft. Der ist super bequem. Kann man für den Sport anziehen, kann man aber auch so anziehen, wie ihr seht. Den habe ich schon so häufig getragen. Ich habe auch für ganz, ganz kleines Geld mal auf dem Flohmarkt gekauft. Und jetzt trage ich, warum gucke ich an mir runter? Da brauche ich echt nicht auf meinen Zettel gucken. Jetzt trage ich eine H&M-Leggings. Die sitzt überhaupt nicht gut. Die ist halt noch nicht ganz kaputt. Die trage ich jetzt noch so lange, bis die halt wirklich komplett aufgibt. Das ist im Gegensatz zu der Tok Tok Leggings ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich werde jetzt demnächst eine Bestellung bei Tok Tok aufgeben. Da sind dann zwei Leggings sind dann auch dabei. Da freue ich mich schon unwahrscheinlich. Dazu trage ich meine braunen hohen Chelsea Boots wieder, die von H&M, die eben auch nicht mehr ewig halten werden, weil es hat sich halt einfach gezeigt, die Sohle ist unwahrscheinlich schwer und das Material von dem Schuh ist halt einfach nicht so stabil und deswegen ist der an manchen Stellen schon so ein bisschen kaputt gegangen. Und dazu trage ich wieder meine Bomberjacke, weil wie gesagt, das ist gerade immer so eine Mischung zwischen, du kannst eine dünne Jacke tragen und du musst was Wärmeres tragen. Du kannst eine dünne Jacke tragen und du kannst was Wärmeres tragen. Heute ist es wieder kälter geworden. Wie immer meine Frage, kaufst du schon Secondhand und nachhaltig ein? Gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle ab. Das war das letzte Outfit-Video in diesem Jahr. Tatsächlich fühlt sich absolut komisch an. Wo ist das Jahr hin? 2020 war wirklich was ganz Besonderes, oder? Was sagt ihr? Wir sehen uns in den Kommentaren. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.